Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr werdet jetzt diesen Abschnitt sehen und dann zwei weitere. Ich drehe jetzt einfach das Intro, weil ich gedacht habe, ich packe das in einem. Ich habe kein Haul an sich. Ich habe einmal was mir zugelegt, ja. Es waren ein paar Sachen, die ich im Juni gekauft hatte oder Anfang Juli. Und sonst habe ich euch noch einen Lippenstift vorenthalten, den hat die Sunny. Ansonsten zeige ich euch jetzt das, was ich bei der lieben Sarah noch gekauft habe, bei Kleiderkreisel. Das duftet so, so fein. Das ist leider ein bisschen kaputt gegangen, wie man sieht, schwarze Farbe, aber das macht mir nichts, das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe sie sehr, sehr günstig bekommen von ihr und ich bin sehr, sehr dankbar. Nigelnagelneue Too Faced Semi Sweet Palette, die habe ich mir so lange gewünscht und ich glaube, sie war sogar nicht mehr erhältlich bei Sephora. Da wollte ich sie nämlich zuerst holen und ich finde die Farben so wunderschön. Erinnert mich ein bisschen an die Too Faced normale Chocolate Bar. Ich finde, der Duft so schön. Die Farben lassen sich einfach bei Too Faced super verblenden. Ganz, ganz tolle Palette. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich sie habe. Und ich hoffe, sie kriegt bei mir ein tolles Zuhause. Und vielen Dank dafür. Mami. Mhm. Dann hat mir die liebe Sarah besser als beim Douglas ganz, ganz viele Pröbchen eingepackt. Ich danke dir, mein Schatz. Es passt perfekt in mein Pröbchenprojekt, was ich zu meiner Mama mitnehmen werde. Hier ist etwas drin, was ich nicht weiß, was es genau ist. Ich muss mal gucken, was es genau ist. Und hier ist zum Beispiel so eine Maske. Einmal hat meine Mama mir auch was mitgebracht in dem Video im Abschnitt 2 oder 1. Das werde ich ja dazu sagen. Ganz viele Parfümproben. Dann ist da noch so ein Chanel-Tiegel drin, wo ich sehr überrascht war, weil ich gedacht habe, hä? Chanel Creme Geilo. Das ist ein dunkles Lila. So als Base. Wunderschön. Oder am unteren Wimpernkranz. Ich muss mal gucken, ob ich den Tiegel behalte. Das scheint mir nämlich wie ein Eyeliner zu sein. Oh, hier ist sogar ein Pinselchen dabei. Das ist irgendwie wie, ja, ein Lidschatten soll es sein. Eyeshadow. Kann ich mir aber prima als unteren Wimpernkranzverdichtung oder am Wimpernkranz gut vorstellen. Ich habe jetzt aktuell mein Make-up. Ich bin gerade übelst am Schwitzen, weil ich einen Kaffee getrunken habe und irgendwie doch die Sonne rauskam. Meine geliebten Tücher. Ja, was soll ich sagen, liebe Sarah, vielen, vielen Dank dafür, dass du sie mir abgegeben hast oder verkauft hast und so günstig und dann nochmal noch günstiger und dann noch die ganz vielen Proben, dann habe ich sie fast umsonst bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz viel von Kiehl's ist da drin und wie gesagt, klar, ich bin jetzt gerade am Aufbrauchen, es schadet mir nicht, J'adore, absolut. Zum Beispiel, das sind alles so Proben, die ich gerne aufbrauche, einfach, ja, ich bin eher im Aufbrauchen und kann aber trotzdem Neues testen. Von daher passt das ganz, ganz gut. So, dann ist hier noch was drin. Und dann ist nochmal J'adore Absolu. Und dann ganz interessant fand ich auch die High Definition Foundation von Adeko. Um ehrlich zu sein, habe ich von Adeko noch gar nicht so viele Foundations getestet. Und dann ist noch Giorgio Armani irgendwie Light irgendwas dabei. Ganz, ganz tolle Sachen. Vielen Dank. Deswegen habe ich das alles in ein Video jetzt gepackt. Also beschlossen, es wird jetzt auch nicht mehr so Eskalation hoffentlich sehen, weil ich einfach doch mich zusammenreißen kann. Ist doch klar, mein Gott, steht hier einfach zu viel rum, was ich nicht benutzen kann, was ich ja irgendwie im Winter nur benutzen kann. Im Sommer ist mir zu viel und deswegen wird jetzt einfach aufgebraucht und fertig. Fertig, nur ab und zu gibt es mal ein Haul oder sowas, aber ja, Produktreviews sind auch interessant für mich. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich halt eben ein paar Sachen habe und nicht wieder so eine Eskalation. Mama hat mir ja auch ein paar Sachen zugeschickt, wovon ich mich aber auch gleich getrennt habe, weil ich es gleich ja nicht in meine Sammlung aufgenommen habe, sondern gleich extra gemacht habe, weil ich es einfach nicht nutzen werde. Und so ist es halt einfach, das, was ich nicht nutze, kommt gleich direkt in die Kiste, wo einfach ja weg kann. Und so habe ich es jetzt mit Sunnys Paket gemacht. Genauso die Sachen, die ich genutzt habe oder die ich nutzen werde, sowie die Dior Foundation. Das hat sich absolut für mich gelohnt, alleine nur wegen der Dior. Ja, ihr könnt einfach sehen, wie, ja,
Bleibt einfach dabei, guckt es euch an und dann ja, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, viel Spaß bei den zwei Abschnitten. Tschüss. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein Paket gekauft von der lieben Sunny. Sie wollte es eigentlich so verkaufen. Und da habe ich gedacht, gut, vielleicht kann ich was zum Preschen benutzen. Vielleicht kann ich es selber verkaufen, weil sie wollte es einfach loswerden. Da habe ich gedacht, gut, wieso? Ich bin ja eh... hallo Süße. Finde dir das raus, was du brauchst. Den Rest gibst du ins Trash-Paket oder verkaufst. Genau das hatte ich vor, weil ich gedacht habe, gut, wenn mir was nicht gefällt, kann ich es entweder weiterverkaufen, weil ich einen Insta-Sale habe. Und der Rest, den benutze ich einfach selber. Zum einen war drin von der NYX die Matte Stay But Not Flat Foundation. Sehr interessant. Ich habe einfach eine ölige Haut und ich bin super gespannt. Dann hat sie mit reingelegt. Ich habe meine Puder für mich gefunden. Okay. Oh, geil. Das hast du doch erst vor kurzem geholt. Es ist auch schon fast leer. Aber es ist, ich finde, da sind nicht so viele Gramm drin bei Love. Da sind nur 7 Gramm drin. Wenn man das ausrechnet mit 15 Euro, könnte man von Chanel für 50 Euro 30 Gramm haben. Aber ich bin super gespannt, wie das Produkt ist. Dann habe ich noch in dem Paket ein Face Powder von Reval de Lupien. Da wollte ich ja eh was, ein Video draus machen, weil ich ja noch eine Palette von denen habe und von L'Oreal Perfect Match Powder. Dann ist da noch drin von Catrice etwas. Ist da ein matter Eyeshadow in einem Grauton. Sehr interessant. Dann ist da drin die Insta Perfect Match Foundation, Perfect Liquid Make-up von Essence. Ganz interessant. Dann hat sie mir 4 Nagellacke, wenn ich es richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ich kann nicht richtig sehen. Ich kann nicht richtig reden. Diese 5 eingepackt. Ich weiß nicht, ob sie mit im Paket drin waren. Ich zeige euch einfach, was sie mir mit eingepackt hat. Eine ganze Menge, wie ich finde. Dann ist hier drin, was mich nämlich natürlich interessiert hat, war Dior Nude Air Serum Foundation. Super interessant und super spannend. Dann ist von e.l.f. Oh, auch sehr interessant, der Primer dabei. Das Paket hat mich 30 Euro gekostet und ich bin ganz froh, dass ich das so ergeiern konnte. 125 Fit Me Luminous and Smooth. Dann ist da drin die Dream Satin Liquid, die finde ich auch richtig, richtig gut. Dann ist da drin noch von, von Manhattan, die Endless Perfection Foundation in der Farbnuance 58 Soft Ivory. Ich glaube, die passt besser als die, die ich habe. Dann ist da ein Morphe-Pinsel da drin. Das ist so ein, ein großer Highlighter-Pinsel oder so unter die Augen oder sowas. Er ist halt flach gebunden, also nicht abgeschrägt oder sowas. Kann man aber auch einen Kontur super, denke ich, mitziehen. Dann war da drinne in dem Paket zu Eva-Palettchen. Die habe ich schon, die würde ich weitergeben wahrscheinlich, also weiterverkaufen. Die habe ich tatsächlich schon und ich wollte jetzt auch nicht einzeln dran rummachen oder sowas. Ich dachte, ja gut, egal. Die ist toll, die liebe ich auch. Dann sind da Wimpern drin von Leni Lashes und einmal Adele wahrscheinlich, wie es aussieht. Der Duo-Kleber und einmal der Clinique. Eine Mascara. So sieht das Ganze aus. Ich hasse den Duo. Der Duo ist wirklich etwas, was ich... Oh, da könnte ich ausrasten. Duo ist gar nichts für mich. Dann war genau da drin noch die Palette von BH Cosmetics. Die mochte sie wahrscheinlich auch nicht. Oder hat mal deklariert. Ich finde sie ja immer noch gut für Herbst-Winter-Geschichten. Aber jeder seins. Die kommt natürlich auch dann weiter. Die habe ich auch noch aktuell da. Dann hat sie mir mit reingelegt. Ich weiß nicht, ob sie es nur für mich reingelegt hat. Oder auch insgesamt. Aber ich... die habe ich erst vor kurzem ins Trash-Paket reingelegt, weil ich sie auch nicht mochte. Die hast du bestimmt von... von einer Bestellung. Dann ganz viele Lip Liner, Liquid Lipsticks und Gedöns. Ich werde in Ruhe schauen. Wir sind aktuell auf dem Geburtstag an. Wie nennt man das? Auf dem Geburtstag eingeladen.
Die sind ja interessant hier. Ich würde mir heute einen roten draufknallen. Die sind mir nicht rot genug, außer der Liquid Lipstick. Und ich hätte gerne lieber einen Lippenstift. Sehr, sehr interessante Produkte. Lipgloss sowie Liquid Lipstick sind nur auf den Handrücken geswatcht. Okay, gut zu wissen, weil dann kann ich es auch weitergeben. Dann habe ich Isana klärendes Gesichtswasser. Gesichtswasser habe ich des Todes. Und Balea hat sie mir noch mit eingepackt. Den habe ich ja erst am letzten aufgebraucht. Und ja, Sunny, du bist ein Schatz. Dann war noch drin, You Better Fix Work. Warum hast du das nicht gemocht? Also ich mag das. Ich glaube, ich mag das. Also ich sehe zwar keinen Unterschied großartig, aber ich mag's. Dann ist noch ein Pröbchen drinne. Und dann haben wir noch ein Palettchen. Oder was ist das? Fühlt sich so leicht an. Oh, okay. Das leider nicht, ob das die originale ist. Habe sie selber nur erkreiselt. Okay, die Lorac Pro Palette. Ich denke nicht, dass es die originale ist. Jedenfalls fühlt sie sich sehr, sehr leicht an. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob das so ist. Wobei die nicht so arg stinkt. So sieht es aus. Ist die? Ich finde, die sieht in den Videos irgendwie größer aus. So sieht die aus. Ich schaue mal, was ich draus mache. Deswegen, ich denke nicht, dass ich sie behalte. Ich denke, ich vertresche sie. Genau. So viel dazu. Ich bin aber super auf die anderen Produkte gespannt. Also die, die ich nicht vertresche oder auch nicht. Ja, das war's jetzt von mir. Ich habe eh jetzt, denke ich, noch ein Paket mit 80 Produkten zum Trashen. Und da passt es mir ganz gut, dass ich so kleine Sachen habe, die ich gerne jemand anderes weitergebe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Liebe Sunny, ich danke dir auch für die ganzen Goodies. Ich glaube, nämlich nicht alles war dabei in dem Paket, was du verkaufen wolltest. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ein paar Sachen testen durfte von dir. Und ja, ich bin super gespannt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich kann euch ja mal mein Outfit eigentlich zeigen. Das ist ein wunderschönes Kleid, wie ich finde. Und es geht über die Knie, also für, ja, so sieht es aus. Und ich, ja, feiere es, habe ein leichtes Make-up, was relativ warm ist. Schmucktechnisch trage ich mein Armbändle und eine Fossiluhr und dann einfach stinknormale kleine Ohrringe. Und das war's. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mir jetzt noch irgendeinen Lippenstift auftragen und dann gehen. Ja, ich wünsche euch was. Tschüss. Meine Mutter war im Urlaub und hat mich gefragt, was ich brauche. Da habe ich zu ihr gesagt, ein bisschen Kosmetik, wenn es geht. Wie immer, aber nicht zu viel. Sie hat mir mitgebracht von Essence. So eine Palette. Die werde ich nicht benutzen, weil es gefällt mir nicht so. Oma Tascha. Diese hier, die werde ich aber nicht benutzen, weil es sind nicht so meine Farben. Dann hat sie mir so ein Highlighter, ist das? Ich weiß es nicht genau. Das ist so ein Töpfchen. Soft Touch Indian Sun. Ich komme auch gerade nicht drauf, wo meine Mutter war, um ehrlich zu sein. Und dieses Indian Sun, das ist eigentlich ein Bronzing Powder, ist aber eher wie ein Highlighter. Ich finde, und vielleicht könnt ihr das erkennen, das ist so ein bisschen ausgelaufen. Ich weiß nicht, wie das passieren könnte. Schau mal, ich habe ein Haus. Das ist so. Zeigt euch das mal so. Seht ihr das? Wie schön es schimmert einfach. Werde ich als Highlighter nutzen. Vielleicht hier auf den Schultern. Wenn ich ein bisschen bräuner werde. Wow. Dann hat sie mir von L'Oreal zwei Creme-Lidschatten mitgenommen. So flüssige. Die werde ich ihr auch werde ich fragen, ob sie sie haben möchte. Ansonsten kommen sie in die Verlosung. Benutze ich einfach nicht. Ich möchte nichts in meiner Sammlung haben, was schön aussieht, aber ich nicht benutze. Dann von Golden Rose, da hätte ich gerne ein paar mehr Produkte gehabt. Ich habe aber nicht gewusst, dass es ja das dort gibt. Und ja, werde ich aber wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil so Creme-Typ bin ich einfach nicht. Ich habe genug offene Sachen. Da hat sie mir einen Dip-Eyeliner mitgenommen von dieser Marke hier. Davon hat sie mir auch Gabrini. Das ist eine türkische Firma. Ich habe nachgelesen gehabt und auch die Elisas Make-up hat mir das gesagt, dass sie das früher immer gerne benutzt hat, diese Marke. Ich hatte das vor 2 Stunden geswatcht und das ist das Swatch. Mal gucken. Wir werden es ausprobieren.
definitiv. Dann habe ich aktuell ein Nagellack drauf, das ist so ein Neon. Und da hat Mami mir ganz viel Neon-Nagellack gekauft. Einmal die N04 von Gabini oder Gabrini, gelb. Dann hat sie mir N17, das ist ein schönes Pink. Dann hat sie mir noch so ein, so ein Rot-Pink geholt, 02. Dann hat sie mir noch mitgebracht, das hier. Mami! Und dann das hier. Ich hatte gepostet, wo sie war. Ich habe schon vergessen. Da haben wir nämlich Verwandtschaft. Und sie war dort und... ja. Diese tolle Sachen. Dann hat sie mir noch so ein bisschen Schmuck-Krimskrams mitgebracht. So Kettchen und sowas. Und ja, darüber habe ich mich natürlich gefreut. Aber hätte jetzt auch nicht sein müssen. Für die Kinder hat sie ganz viel Klamotten mitgebracht. Und ich bin immer um Klamotten dankbar, weil es dann nicht immer alles aus dem H&M ist. Weil es so verschiedene Sachen sind. Wow, wie eine Rutsche. Und das war's. Ich packe jetzt mehrere Videos einfach in Haul, weil ich sonst nichts zusammenkriege. Dann hatte ich mir noch ein Bikini bestellt bei Kleiderkreisel oder gekauft, der mir auch passt. Den finde ich nämlich schön. Und dann hatte ich davor mir auch ein Bikini gekauft, der mir überhaupt nicht passt. Der einfach komisch aussieht. Den werde ich auch weitergeben. Macht einfach keinen Sinn. Und diejenige, das ist ein Türkiser gewesen. Das ist eine Körbchengröße C, aber mit Push. Das sieht einfach nicht schön aus. Das sieht aus, als hätte ich Doppel-D und das gefällt mir einfach nicht. Und da war dieser passende Nagellack dazu. Den werde ich auch auf jeden Fall testen. Hallo? Hallo? Das ist schön. Das ist von Manhattan die 805. Und dann hatte ich mir bei der Steffi noch zwei Morphys M506er gekauft. Meine Lieblingspinsel, jetzt reicht das an Vorrat, sag ich mal, an diesen Pinseln und ja, sind dann meine Backups sozusagen. Sie sind noch neu, das sieht man auch an der Form, würde ich sagen, dass sie relativ neu sind oder überhaupt gar nie benutzt. Von daher finde ich sie gut und werde ich, ja, das war's jetzt. Ja, das ist gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Was sagt Mama immer? Tschüss, ihr. Lieben. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.